Beeilen Sie sich, Doktor. Ich versuche es, Sir, aber ich muss noch viele Flüchtlinge behandeln. Wissen Sie, wie viele an Bord gekommen sind? Ich schätze 350 bis 400. Sie bekommen bald genaue Zahlen. Wäre das alles? Ja, Sir. Wie steht es um eine Anfrage nach mehr Hilfskräften? Tut mir leid, Doc. Sie müssen mit dem auskommen, was Sie haben. Vielleicht kann uns die Titan helfen. Ei, ei. Und, Sir, es schmeckt nicht allen, dass wir die Flüchtlinge aufgenommen haben. Aber ich halte es für eine gute Tat, wenn ich das so sagen darf. Danke, Lieutenant. Yo, Wrecker! Alter, du hast um dich geschlagen. Schlecht geträumt? Schlafrotation in 10. Ich bin eh schon seit 2 Stunden wach. Ein Wunder, dass du nach der Sache überhaupt schlafen kannst. Ist scheiße heiß hier drin. Es gäbe überhaupt keine Luft auf dem Schiff. Übrigens, Irish war hier. Wollte dich nicht wecken. Ich sag's dir, Mann. Du musst schlafen, solange du kannst. Peace, Wrecker. Die hier ist okay. Navigation, Satellitenabhängig, Radar, Sonar, Internet, Systeme, Lampen. Hallo! Und damit zurück zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield 4. Ja, lasst uns heute wieder eine Runde daddeln. Wir schauen mal, was wir heute so alles hier erleben. Keiner da. Auch keiner. So, wir sollen also erstmal Irish finden. Schauen wir mal, wo der Bube steckt. Die Sonne scheint. Ja, Wetter und Fernbläser. Vor 100 Jahren hätten wir sie am Arsch gehabt. Diese Blindfische. Diese scheiß Chinesen. Wir wissen nicht, ob sie Chinesen waren. Willst du wetten? 100 Morgen. Sie es waren. Wenn wir uns mit der Titan treffen, sind wir es mit Sicherheit. Hey, Station 6! Seht ihr was? Negativ, wir sehen nichts. Aber ganz in der Nähe des Landes. Jeder, der Mandarin spricht, meldet sich umgehend beim Befehlshabenden. Mandarin spricht? Also ich esse lieber Mandarinen. Okay, das EMP hat uns übel erwischt. Sergeant, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Trevor, gehen Sie mit Ihren Leuten runter zu den Generatoren auf L4. Die Hydraulik steht still. Ihr müsst die Zuleitung überprüfen und die Abflüsse. Genau, macht mal alles wieder ganz. Als Kann nächstes ich mal durch? Wir die und die Filter ich möchte mal hier durch. Team Powers, ihr kümmert euch drum. Fangt mit Abschnitt B4 und E9 an. Seht mal, wie weit ihr kommt. Da. Ein Spaziergang über das Schiff. Oder durch das Schiff. Sag mal, warum hast du nur Sonnenbrille auf? So hell ist doch hier drinnen gar nicht. Hm. Ja, mal gucken, ob die Feuerlöscher geprüft sind. Ja? Leg Irish an die Leine. Ihr Clowns bringt die halbe Stadt mit an Bord und macht uns zu einem Auffanglager für Leute, die uns einen Dreck angehen. Sie sind der Feind, verdammt. Das Problem wird nur bald an die Titan weitergereicht. Hast du es nicht gerne erwartet? Die Krankenstation ist da hinten. Ich bin doch aber gar nicht krank. Was soll ich denn da? Guten Tag. Ihr Mann hat vor einigen Minuten gesprochen. Aber die Kopfverletzung könnte schlimmer sein als gedacht. Sie können hier nicht rein, Ma'am. Sind Sie verrückt? Mein Mann ist da drin. Tut mir leid. Lassen Sie mich rein. Wer hat hier das Sagen? Bitte treten Sie zurück, Ma'am. Sie ist auf unserer Seite. Lassen Sie durch, Leute. Sie müssen eine CT machen. Vielleicht hat er intrakranielle Blutung. Sie fehlen uns die Mittel. Der Großteil unserer Ausrüstung wurde vom EMP zerstört. Wir wollen uns mit der USS Titan treffen. Dann können wir deren Einrichtung nutzen. Ma'am, bitte. Ich behalte Ihren Mann im Auge. Ich bleibe. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Gut. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege.
bewusstlos, gar nicht gut. Irish sucht nach dir. Er ist auf dem unteren Fahrzeugdeck. Habt ihr euch endlich wieder vertragen? Wieso haben wir uns gestritten? Wusste ich gar nicht. Hallo, wo geht's denn hier nur lang? Ach, so ein Riesenschiff. Soll ich dir vielleicht mal folgen? Ach, da vielleicht, genau. Das Ganze ist doch total lächerlich. Wenn Admiral Cheng auf Krieg aus ist, kann er uns angreifen. Wir wären tot, bevor wir es überhaupt merken. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Wenn wir auf der Titan sind, wissen wir es mit Sicherheit. Die Schadenskontrollzentrale bittet darum, alle persönlichen funktionierenden elektrischen Geräte in der Zentrale abzugeben. Irish ist voll in Ordnung. Bringt uns immer in solche Situationen. Vielleicht sollte ich dazu mal was sagen. Aber die Einheit darf die Entscheidung des Anführers niemals in Frage stellen. So ist es. Das ist schlecht für den Zusammenhalt. Dann seid ihr davon, das Gewissen nicht komplett ausgehen, oder? Ja, was weiß ich. Letzten Endes war es deine Entscheidung, nicht Irish's. Hey, Irish! Back! Morgen. Was geht, Kleiner? Hier für dich. ...396 Überlebende. Größtenteils Frauen und Kinder. Das haben wir gut gemacht, oder? Ja. Hey. Komm schon mal, du glaubst doch diesen Sie sind der Feinscheiß nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nicht du hattest das Kommando. Dann hat es Wrecker übertragen. Ach komm schon, Peck. Worum geht's hier überhaupt? Das Richtige zu tun oder um das Scheißprotokoll? Weißt du was? Sollen die da oben klären? Ich red mit Garrison, wenn's ein Problem gibt. Nein, nicht du, sondern der Squadleader. Bin ich das? Der Squadleader? Selbst unter idealen Umständen kann man kaum 400 Flüchtlinge auf diesem Schiff aufnehmen. Wenn Garrison sauer ist, dann ist es halt so. Es war das Richtige. Von deiner Argumentation musst du doch fallen, Irish. Ich könnte ruhig mal Danke sagen, dass ich die Tür aufgehalten habe. Was los? Hey Leute, Platz da Leute, mach Platz. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Da, nicht zu fassen. Meine Fresse. Das ist nicht gut, Mac. Das sehe ich selber. Tombstone! Wo zum Geier ist Tombstone? Sergeant Wrecker, holen Sie Ihre Männer zu mir! Jawohl, Sir! Unterwegs, Sir! Komm, Wrecker. Nur lauf doch mal! Die Zeit wird knapp auf der Titan. Irgendwer muss an Bord gehen, bevor sie im Meer versinkt. Es gibt eine Reihe von Variablen. Wir wissen nicht, wer angegriffen hat und ob sie wiederkommt. Überraschungen können wir uns nicht leisten. Auf Tombstone ist Verlass. Sergeant Wrecker. Agent Kovic übernimmt die Führung. Seine Befehle gelten so viel wie meine eigenen. Erlaubnis zu sprechen, Wegtreten. Sir. Aber Captain Sergeant Wrecker... Ich diskutiere nicht mit dir, Irish. Du gehörst deinem Squadleader. Das bin ich. Ich schaffe Platz für Überlebende. Die Valkyrie geht in Defensivposition, einen Kilometer östlich der Titan. Agent Kovic, lassen Sie antreten. Wir durchsuchen die Titan nach Intel und Überlebenden. Nehmt Waffen und Atemgeräte mit. Machen wir. So, na dann schauen wir mal, was wir hier Schönes an Waffen haben. Was wollen wir denn mitnehmen? Schrotflinten, Karabiner, Sturmgewehr, ein LMG, Scharfschützen. Aber ich denke mal... Wenn man ein Sturmgewehr mitnehmen. So. Scharfschützengewehr werden wir wohl da nicht brauchen. Ich weiß nicht.
So. Kann losgehen. Ich habe einen Rip klar gemacht. Los! Hier sind die Trottel vom Dienst. Lass es, Irish. Beeilung, Marines. Die Zeit ist gegen uns. Sergeant Racker, ans Steuer. Das bin ich ja. Wo geht's denn lang hier? Hallo? Wo muss ich denn? Hallo? Ach, da. Keiner weiß, was hier los ist. Aber das ist eure Gelegenheit, Licht in die Sache zu bringen. Vermasselt es nicht. Verstanden, Agent. Die Menschen auf der Valkyrie verlassen sich auf uns. Hier geht's nicht nur um die Valkyrie, Junge. Sieh sie dir an. Ihr werdet beinahe gelandet. Wie lange dauert es wohl noch, bis das Schiff untergeht? Lange genug. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die was ist genau schön. Was genau suchen wir eigentlich, Agent? Die Titan ist ein verdammt großes Schiff. Setz dich und genieß die Fahrt. Wenn wir da sind, erfahrt ihr alles weiter. Du führst uns ins Unbekannte. Was gibt's da zu genießen? Irish, komm schon. Ihr seid hier, um einen Job zu erledigen. Und ich sage, wo es lang geht, okay? Ja, Sir. Agent Kovic. Wie bitte, Marine? Ich genieß die Fahrt, wie ich es tun soll. Unter der Titan ist ein Riff am Rand einer Dreitopf. Kann niemand sehen! Wo steckt die Crew verdammt nochmal? Mein Gott! Sie läuft voller Wasser! Glaubst du? Glaub es ruhig, kleiner Bruder! Irgendjemand hat sie erledigt! Komm, Sir! So, ich glaube, jetzt wird uns gleich wieder ein wenig Action erwarten hier. Atme um und kreis sie! Such nach einem Loch im Rumpf oder so! Ja, suchen wir! Das sieht nicht gut aus. Da! Ein Loch im BGP! Was ich habe solche Schäden schon mal gesehen! Chinesische Schiffsabwehrrakete! Pass auf! Die Titan wurde nicht vom EMP in Shanghai getroffen. Sie haben mehrere Stunden lang Berichte gesagt. Die also das sieht definitiv nicht gut aus. Mal sehen, was uns hier erwartet. Los, weiter! Bewegung! Sehr vertrauenserweckend sieht das Schiff hier nicht mehr aus. Ich hoffe, es hält noch eine Weile. Kovic, haben wir einen Fluchtplan, wenn das Ding kippt? Irgendwann wird sie runterrutschen. Dann sollten wir lieber nicht mehr hier sein. Und der VDR auch nicht. Naja, Fluchtplan klingt anders. Pass auf, wo du hintrittst. Wir sind auf dem C-Deck und wollen zur Schadenskontrollzentrale. Such nach Luke G46. Durch die kommen wir direkt ans Ziel. Okay, wo ist sie? Da lang. Geh voraus. G46 sollen wir also suchen. Finde Luke G46. Ich kann sie aus einem PDA schon rausholen. Wir zeichnen alles auf. Da ist sie. Da ist die Luke. Hier ist sie. Wrecker hat sie. Da. Ja, warte, ich helf dir. Ja, mach mal. Zusammen. Aufmachen. Sollen wir echt runter? Du kannst schwimmen, oder Marine? Ja? Ich hab die Badehose nicht bei. Wir tauchen bis zum Mitteldeck, da müssen wir über Wasser sein. Also los. Das ist doch bestimmt nass. Du hast das Arschloch gehört. Bring rein. Ist das kalt? Überall Leichen. Thank you.
Das hört sich doch nach einem SOS an. Hallo? Geht's hier weiter? Ich komme hier nicht weiter. Nanu. Ja, ich höre es doch. Oh, also das ist ja wieder ein bisschen komisch. Jetzt habe ich nasse Schuhe, Jungs. Hey, hört mal. Der Lebende? Könnte mechanisch sein. Wir müssen weiter. Das Wasser steigt schnell. Sind alle bereit? Dann losgehen. Ich mach die Tür auf. Oh. Sind ganz nah. Geräusche sind direkt vor uns. Verdammt, wo zum Teufel stecken die? Sir, das klingt wie ein SOS. Vielleicht ist jemand eingeschlossen. Das wissen wir nicht, Sergeant. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden? Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Verstanden, Sergeant? Von uns hängen mehrere 10.000 Leben ab. Nicht nur eine Handvoll. Selbst eine Handvoll zählt. Wir denken da anders. Denk, was du willst. Bewegung, verdammt. Das ist nicht mechanisch. Hallo? Ist da jemand? Maschinenraum? Mann, seht euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaube, das Wasser steigt. Finde einen Weg da durch. Wir müssen die Intel rausschaffen, bevor das Schiff untergeht. Ach, großartig. Sie läuft voll. Hier geht's lang, Jungs. Wir sind auf der anderen Seite der Tür. Nein, da. Schnell. Hallo, hier. Hier unten. Das Wasser steigt. Hält uns da hoch. Das ist der einzige Weg raus hier. Oh, Scheiße. Keine Angst, wir holen euch da raus. Zur Seite, Marie. Das sieht nicht gut aus. Scheiße, ist zugeschweißt. Geht es auf. Oh, wir mein. Sind bereits dort. Gehen wir. Ein Scheiß tun wir. Wir lassen sie nicht zurück. Selbst mit dem Schweißgerät würde das Ganze 9 Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter so steigt, sind sie bis dahin längst tot. Sie bleiben hier. Das ist ein Befehl. Du hast Garrison gehört. Mann, fick dich. Halte durch, Leute. Hör damit. Scheiße, Irish. Bleib cool. Tut mir leid. Gehen wir. Los, los. So ein Wichser. Das zahle ich ihm ein. Den hole ich mir. Becker, wir müssen los. Die haben uns hier eingesperrt. Bitte lasst mich hier unten sterben. Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns eingesperrt und hier gelassen. Keine Ahnung warum. Sie haben die Rakete ins Schiff geschossen und es dann geentert? Das ist doch sinnlos. Becker, wir sollten weiter. Ich will hier nicht sterben. Nein, bitte. Sag meiner Mom. Sag meiner Mom. Ich kann oh, wie bitter. Aber ich glaube, wir können hier wirklich nicht helfen. Bringen wir es hinter uns. In wenigen Minuten geht sie unter. Runter von diesem Rosthaufen. Wurde aber auch Zeit. Zurück zur Valkyrie. Ich höre Stimmen. Auf deins! Ich komme von der Ta. Ah, oh! Oh, oh, also, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Was er ja gar nicht ist. Ich hab die ganze Zeit hier relativ ruhig und jetzt fliegen uns hier wieder die Kugeln um die Ohren. Jo! Komm,
Torweg. Wie kommen wir am schnellsten raus? Einfach geradeaus. Aus dem Weg, ihr Schweine. Oh, ich sehe hier so gut wie gar nichts. Aua. Bewegung! Raus hier, schnell! Ja, ich versuch's ja. Ups. Ich glaub, jetzt wird's gleich eng. Oh, scheiße. Was jetzt? Ach du meine Güte. Boah. Alles, was ich weiß. Es kommt zurück, Irish. Zum Teufel machen wir jetzt. Epic Headman! Alter Finne. Du bist hier. Wir haben Kontakt! Kein Kontakt! Wo? Vorsicht! Ich brauche euch alle lebendig! Bleib einfach cool! Alle da weg! Los, ihr habt erwischt! Achtung! Kein Kontakt! Toll! Was denn nun? Oh Mann, ich sehe wieder nichts. Bin geblendet. Oh, scheiße. Schnell weg hier. Schnell weg. Oh, Alter, jetzt geht's ja ab hier. Wo? Schon wieder eine Granate. Oh, fuck. Oh mein Gott, ich bin hin. Boah, ich habe nichts mehr gesehen. Und dann flogen uns die Granaten um die Ohren. Alter Finne. So, also auf ein neues. Meine Fresse. Was schießt denn? Was jetzt? Granate, nichts weg hier. Wo muss ich denn hin? Okay, Robert Riker, ich bin am Hammer. Boah. Schießt den da mit Granaten auf uns? Das gibt's doch gar nicht. Ja, Granate, ich muss weg hier. Schon wieder eine Granate. Meine Fresse, hier geht's ja los. Die ganze Zeit rennen wir durch das Schiff gelangweilt. Was ist denn hier? Dann fliegen uns hier sowas von die Kugeln um den Ohren, um die Ohren. Hallo? Ist hier jemand? Hier schießt doch einer mit Granaten, ich hab's gehört. So, dann schauen wir mal.
Ja, geht's. Alter, Finde, ey, was ist denn hier los? Oh. Den haben wir. Schon wieder nass. Mann, oh Mann, ey, da ging's ja noch mal richtig ab zum Folgenende hier. Ich hatte wieder jede Menge Spaß beim Spiel. Ich hoffe, ihr auch. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie es morgen weitergehen wird. Bis dahin, ciao, ciao und winke, winke.